Mahlzeit, willkommen zu einem neuen Projekt From Dust. Ja, ist eine Art Götter, eine Art Götter, eine Göttersimulation. Aber nicht so wie im Black and White Stil, sondern ein bisschen anders. Und ich habe mir jetzt nur ein Profil angelegt, ne? Ja, nur Profil angelegt, kein neues, einfach mal spielen. Und wir spielen die Geschichte. Jetzt der Odin. Nikita, ai Shibuya Bertama. Tidakata Mekumobu, Tidaro Kajiketawi, Tidakro, Nanshi Lakilaki, Tampa Kita Terpisah, Tasindiri dan Duniani. Bertama, Kita Aro Velagar und Tulazima Dunia. Alte linke Maustaste, um den Odem zu erzeugen. Kita ada dalam roh beta lazima dunia tapi fikira roh kosong dan kami jawapan setelah meditasi ni bahagia berjela inaweza boleh bermula. Die Geschichte aus der Stammeserinnerung, die Reise. Die Männer versuchen den Pfad zu erreichen, folge ihnen, bewege den Odem und die Kamera mit der Maus. Drücke linkes String zum Schließen. Okay. Der Odem ist anscheinend der Mauszeiger. Ganz primitiv. Jetzt laufen die Mannequin mit den geilen Masken da einfach mal durch die Landschaft, nachdem sie sich ein Lied getrellert haben. So, dadurch, dass ich das schon mal angezockt habe. Ah, okay, ich kann mir auch die nah angucken. Ah. Läuft ein bisschen steif, aber lassen wir sie mal. So, ich hatte das schon mal angezockt und weiß auf jeden Fall, dass ich noch nichts machen kann. Die See hat unseren Weg zerstört. Wir sitzen fest. Hilf uns, den Pfad zu erreichen. Ja. Können die nicht schwimmen, also. Ja, brauche ich jetzt nicht vorlesen, das kann ich so erklären. Ich kann mit der linken Maustaste zum Beispiel jetzt Erde aufnehmen und hier wieder hinschütten. Und dadurch neue Wege oder Inseln oder Dämme errichten. Ja, regt euch nicht auf. So, schon ist der Weg frei und die können weiterlaufen. Kann man sich die Insel noch ein bisschen angucken, ist nicht viel hier zu gucken. Relativ langweilig. Aber damit wäre das erste Level, glaube ich, schon abgeschlossen. Mehr gibt es hier gar nicht zu tun. Die Männer sind im Anmarsch. Drücke X, um den Ruf abzubrechen. Ne, ich will gar nicht abbrechen. Ich gucke mir das ganze Geschehen jetzt an.
Okay, laufen anscheinend kommentarlos einfach mal durch die Höhle. Und kommen anscheinend auf einer ganz anderen Insel wieder raus. Ist ja wie bei Minecraft. Hammer. Das Ritual. Ce bois d'uni ya yang varu di bawa ya kita. Orang zamani tela menubu se bois atiang samanu. Kita bermai sherere kijiji. Okay. Hier steht eins der Totems der Alten. Wir können hier ein Dorf errichten. Wenn du eine Gruppe Männer zu dem Toten rufen möchtest, drücke Leertaste beim Totem. Jo. Und jetzt haben wir das gleiche Problem wie eben, dass wir wieder so einen Übergang schaffen müssen. Ganz einfach noch. Jetzt können die da ein Dorf bauen. Hoffe ich mal. Hauptsache, es wurde mal von Männern geredet. Die Frauen dürfen hier gar nichts machen, oder wie? Die hocken einfach, die stehen hier in der Landschaft rum. Nee, sind auch Frauen dabei, die aufgebaut haben. Und Plutsch steht schon das erste Dorf. So komischen Stängeln, die Häuser. Unser erstes Dorf ist errichtet und wir können eigenständig überleben, aber der Pfad ist noch verschlossen. Okay, das ist wieder das Ziel. Wenn wir den Pfad öffnen möchten, müssen wir erst an jedem Totem auf der Insel ein Dorf errichten. Die Symbole oben links zeigen die Dörfer an, die noch errichtet werden müssen. Errichte ein Dorf an dem zweiten Totem. Sauge das Wasser rundherum auf, damit die Männer den Ort erreichen können. Gut, jetzt kann ich nicht nur Erde aufsaugen, sondern auch Wasser. Ah, okay, hier ist ein bisschen... feucht. Mach mir einfach mal eine Sturmflut draus. Alles trockengelegt. Und jetzt müssen wir noch, also wir können schon mal hinschicken. Schicken wir sowas schon mal hin. Die fangen gleich zwar wieder an zu meckern. Oder sie meckern noch nicht mal, weil ich schnell genug bin. Ah, komm. Ha, sie meckern noch nicht mal. Und da kann ich... Was ist das denn? Da kann ich doch einen hinschicken, oder? Ach, das ist die Übersicht. Das ist maximale Zoom-Stufe. Super geil. Ist noch eine Quelle oder was? Das Interessante hier an dem Spiel ist halt diese Physikspielchen. So, wenn ich da jetzt irgendwie Sand hinkippe, dann ändert sich natürlich die Strömung, aber auch der Wasserspiegel steigt. Und geht irgendwann über diesen Wall wieder drüber. Also muss man immer aufpassen. So Bild. Die Hälfte des Gebiets ist nun mit Palmen bewachsen. Und du hast eine neue Geschichte aus der Stammeserinnerung aufgedeckt. Verbreite die Palmen weiter, um Tiere anzulocken. Ja, mach mal. Sobald die Männer ein Dorf errichten, pflanzen sie Vegetation an, die sich über die Erde verbreitet. Unten links siehst du, wie weit sie sich über das Gebiet ausgebreitet haben. Okay. Also soll ich möglichst eine grüne Insel produzieren? Wo muss ich da denn noch? Da muss ich jetzt erstmal noch den Ausgang frei machen. Dass die hier gleich rüberlaufen können. Ah, da wachsen dann auch direkt schon die Blumen rüber. Die Pflanzen, Palmen, mir egal. Es wächst. Hier die Erde nehme ich wieder weg. Ich weiß nicht, ob da in dem komischen Wassergebiet auch was wächst. Nein, ich will kein Wasser haben. Ich will... Nun, da jedes Tote besiedelt ist, können die Männer auf den Pfad wandeln. Sobald du bereit bist, drücke Leertaste auf den Pfad und beginne die Reise in ein neues Gebiet. Ja, mach mal. Aber gleich erst.
Erstmal ist da oben noch irgendwas, was ich da erledigen kann. Und ich will hier Pflanzen anbauen. Na, ich glaube, der Hund dreht gerade ein bisschen durch. Ich mache kurz Pause. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Jetzt kann ich hier noch irgendwas, einen Stein anklicken. Geschichte aus der Stammeserinnerung, Geologie. Okay. Dafür kriege ich auch dann immer die Erinnerung. Sauber. Jetzt muss ich noch warten, bis das hier alles bewachsen ist. Da kann ich ja ein bisschen mit dem Wasser spielen. Ich finde das halt genial, dass das Wasser dann so rumfließt. Na komm her. Nee, ich will kein Wasser. So, schönen Wall aufkippen. Kann ich das ja theoretisch hier direkt mit. Ah ne, hier ist Felsen oder so. Also das geht schon mal nicht. Aber ich kann es so ein bisschen so um die Kurve leiten. Oh ne, da steigt schon wieder zu hoch. Nein, es überflutet die ganzen. Oh. Das Gebiet ist fast vollständig mit Palmen bedeckt. Umherziehende Tiere haben Gefallen an dem Ort gefunden und werden hier verweilen. Sorge dafür, dass die Palmen sich weiter ausbreiten, um weitere Geschichten und neue Aufgaben freizuschalten. Jo, mache ich ja. Ich bin ja gerade dabei. Okay, das ist aber mal okay. Oh. Wo sollen doch überall Pflanzen wachsen? Das ist ja affig. Hier wächst auch nicht mehr wirklich was. Auf den kleinen Dreckklumpen hier. Ich glaube, das reicht schon, wenn das hier hinten alles zuwächst, müsste die Leiste auch voll sein. Können wir mal gucken, was das hier für Tiere sind. Irgendwelche Panzerschnecken. Schon krass, was die sich da für Viecher ausgedacht haben. Dass die überall Fähnchen hierher ziehen. Voll die Besessenen. Okay, hier ist nämlich auch schon alles bewachsen. Es fehlt noch ein Millimeter. Der muss aber jetzt noch. Ich könnte auch einfach hier das Wasser rausholen. Und dann kann das da auch noch zuwachsen. Wenn da nicht schon wieder neues Wasser irgendwo reinlaufen würde. Oh nein, oh nein. Na komm. Das ist ja ein Hauch von gar nichts da. Ah, jetzt ist die Leiste voll. Das Gesamtgebiet ist mit Palmen bedeckt. Du hast eine neue Geschichte aus der Stammeserinnerung enthüllt und dein Stamm wird fortfahren. Statuen, um die Dörfer zu errichten. Inwiefern? Statuen, um die Dörfer zu errichten. Ach, das sind Statuen? Je nachdem, wie weise die sind, stellen die die auf oder was? Okay, kapiere ich nicht. Ich verstehe jetzt nicht, was sie mit Statuen meinen. Aber wir sollten alles gefunden haben hier. Den komischen Stein mit der Erinnerung und alle die Pflanzen überall hin. Damit soll die erste halbwegs richtige Mission auch schon geschafft sein. Ich weiß gar nicht, kann man noch drehen? Ah. Kann sogar mit dem Mausrad noch drehen. Was kann man noch? Rechte Maustaste geht gar nichts. Hiermit kann man aufsaugen, ablegen. Boah, das war's dann, ne? Viel mehr Steuerung ist gar nicht. Okay, dann walken wir mal ins Ziel. Die gleiche Sequenz.